Jetzt haben wir diesen kleinen Vortrag, unsere Diskussion begonnen mit meiner These, der Marketingerfolg und Fairtrade, das könnte eine Win-Win-Situation darstellen. Ist das so? Der Marketingerfolg und Fairtrade, das stellt aus meiner Sicht auf jeden Fall eine Win-Win-Situation dar, gerade in der heutigen Zeit, in der Konsumenten, ja nicht nur Konsumenten, ja, jeder von uns verunsichert ist, aufgrund eines Vertrauensverlustes, den man hat in die Wirtschaft, in die Finanzwelt und so weiter und so fort, ja. Fairtrade hat einen absoluten Vertrauensvorsprung, weil es schon immer nur auf Vertrauensbasis und Transparenz, ja, die ja die Basis dafür ist, funktioniert hat. Und da niemandem was vormachen wollte und auch niemandem was vormachen will. Und insofern ja, ist das jetzt eigentlich ein Zukunftsmodell aus meiner Sicht. Ja. Also Ergebnis, ja, es gibt eine Win-Win-Situation. Kommen wir nochmal auf Ihre Situation zurück. Der Fairladen, Sie haben schon so ein bisschen gesagt, das ist ein kleines Geschäft mit unterschiedlichen Produkten aus dem fairen Handel. Welche Produkte kann ich bei Ihnen kaufen? Also aus fairem Handel gibt es bei uns im Laden sicherlich ein recht breites Sortiment. Das heißt Konfiserie, Feinkostartikel, ein gutes Weinsortiment. Es gibt aber auch Standards, Reis, Kaffee ist natürlich die Klassiker, verschiedene Teesorten, Handwerksartikel, Kinderspielzeug aus Holz, jetzt nicht geschnitzt, ja, also es gibt Kunsthandwerk auch, aber das haben wir nicht so viel, sondern eher Gebrauchsgegenstände des täglichen Bedarfs, Gebrauchsgüter des täglichen Bedarfs, vor allen Dingen Nahrungs- und Genussmittel, ja. Mhm. Wo ist dieser Laden beheimatet? Ja, der Laden ist jetzt nicht in Bielefeld, sondern in Leopoldshöhe, B66, Abfahrt Rollermarkt, also eine Straße dahinter. Aber schauen Sie sich im Internet an unter fairladen.de. Das ist die eine Baustelle. Gibt noch eine weitere. Fair Konzepts, was verbirgt sich dahinter? Ja, danke für die Frage. Also für die heutige Veranstaltung verbirgt sich dahinter eigentlich unser ja, eigentlicher Anspruch oder das, was wir hier erreichen möchten. Der Fairladen ist für uns ein Experimentierfeld auch, nicht nur. Ja, wir wollen ihn als Einzelhandel auch ja, etablieren, führen und professionalisieren, aber er ist für uns ein Experimentierfeld, in dem wir uns konkret mit ja, auf der Handlungsebene, ja, nicht theoretisch abgehoben, wie wir das gerne so als Akademiker tun, sondern auf der Handlungsebene, wo jeder ja, jetzt die Möglichkeit hat, daran zu partizipieren, sei es durch seinen Einkauf auch nur. Ja. Auf dieser Ebene uns damit zu beschäftigen, das war der Fairladen und das Ganze kennenzulernen. Fair Concepts ist das Originäre, das uns jetzt als ja, Wirtschaftswissenschaftler antreibt, nämlich Konzepte zu entwickeln, die sicherlich auch den Fairtrade-Gedanken oder beziehungsweise das Fairtrade-Konzept, die Fairtrade-Produkte mit einschließen können, aber nicht müssen und nicht nur darauf fixiert sind, sondern vielmehr ganzheitliche, aber auch spezifische, unternehmensabteilungsmäßig angelegte Konzepte zur Umsetzung des Fair Gedankens, ja, den wir als freundschaftlich, initiativ oder innovativ, anteilig und rechtschaffen definiert haben, mal einfach für uns als die FAIR, ja, Abkürzung, die diese widerspiegeln. Und da sehen wir heute einen großen Bedarf. Also in diesem Zusammenhang geht es um das englische Schlagwort, ja, Corporate Responsibility, Corporate Social Responsibility, das leider häufig als irgendwie ja, so ein kleines Spinning, das sich irgendjemand ausgedacht hat, mit dem man wieder Geld machen kann, gesehen werden und das nicht authentisch ist. Darum geht es uns, aber es geht um die Authentizität dabei. Ich sehe das als ganz klare Herausforderung heute, der wir uns stellen können, müssen und hoffentlich werden, dass wir nach neuen Methoden suchen, um nachhaltig, vertrauensvoll, vertrauensbildend, authentisch und transparent, ja, unser Geschäft zu betreiben. Und ich wünsche mir, dass das in diese Richtung geht und dafür entwickeln wir Konzepte, die können Fairtrade-Produkte mit einschließen, sei es beim Kaffeeausschank in der Kantine und so weiter, ja, wenn man das als ganzheitlichen Ansatz betrachtet. Aber die können ganz andere Aspekte des unternehmerischen, ja, Engagements oder Handelns im operativen Bereich auch, ja, mit einschließen. Ja. Das heißt, Sie gehen in Richtung Consult, in den Bereich der Beratung und würden bei Interesse jemanden auch dazu beraten, wie er vielleicht diese Produkte, aber auch sich positionieren kann mit mit seiner Unternehmung. Genau, wie ein Unternehmen jetzt die Basis für den Erfolg, die ja nicht in der alleinigen Ertragsorientierung liegt. Der Ertrag ist das Resultat.
des wirtschaftlichen Schaffens. Die Basis bildet das, was wir verkörpern, was wir denken, was wir tun. Ja? Und auf welchen Motiven das basiert, welche Werte dem zugrunde liegen. Das ist natürlich eine ganz abstrakte Ebene, ja. Nichtsdestotrotz eine sehr bedeutende. Auf der kann man arbeiten, auf der muss man arbeiten im Top-Management-Bereich. Wir gehen aber darüber hinaus. Deswegen haben wir diesen Spagat gemacht. Erstmal vom ganz klein. Hier ist zum Beispiel ein Konzept, das Fairtrade-Konzept, ja. Da gibt es Produkte, die kann man anfassen, die kann man essen und so weiter, ja. Das ist die ganz konkrete Ebene, auf der jeder was mit anfangen kann. Die Praxis. Genau. Ne? Und dann gibt es da ganz oben, ja, die Philosophie, die Moral, die Ethik, ja. Die Theorie. Genau. Und dazwischen die Bereiche anzugehen mit den Unternehmen gemeinsam und zu sehen, in welchen Unternehmensebenen welche Konzepte greifen können. Ja, das geht auch in Richtung Finanzen. Ja, wie organisiere ich mein Unternehmen finanziell nachhaltig, sodass es halt nicht über entsprechende Hebelmechanismen, die ich kurzfristig ausnutzen kann, um meine Kapitaldecke, ja, zu strecken, die dann aber in sich zusammenfällt, wenn die Blase platzt, ja. Das ist nicht nachhaltig. Also es gibt in verschiedensten Unternehmensbereichen, Funktionen, verschiedene Möglichkeiten, sich im Sinne eines nachhaltigen, vertrauensvollen und ja, sozial verträglichen Sinnes zu betätigen. Und das zu fördern, das mit den Unternehmen gemeinsam weiterzuentwickeln, im Marketing, im Bereich Finanzen, in anderen Unternehmensbereichen der Produktion, ne? Einkauf und so weiter, ganz klar, da kann man sehr viel machen. Einfach die Arbeitsbekleidung zum Beispiel. Ja, ne? Achtet man darauf, wo die herkommt? Ja, ne? Bin ich als Unternehmen ganzheitlich orientiert und welche Orientierung habe ich da? Interessiert mich das Ganze überhaupt? Die es nicht interessiert, die interessieren. Ja, ne? Also mit denen passen wir auch nicht zusammen. Aber die es interessiert, für die kann man ein Partner sein, der gemeinschaftlich mit ihnen dann weitergeht. Ja? Es gibt viel zu sagen, viel zu reagieren und vor allen Dingen viel zu umzusetzen. Viele Möglichkeiten. Dafür sind Sie da, um zu helfen, wenn Bedarf da ist. Wo finde ich Sie hier auf der Messe? Hier auf der Messe A6 ist das. Ein kleiner Stand, den wir da hinten haben. Da haben wir natürlich in erster Linie die Produkte ausgestellt. Aber da kann man Kontakt mit uns aufnehmen, da kann man sich das ansehen. Und wer Interesse hat jetzt an Fairtrade-Produkten oder an weitergehenden Kontakten, Möglichkeiten mit uns zu sondieren. Da sind wir heute und ja, auch länger noch für Sie da. Ja. Ich danke erst einmal Professor Dr. Gerhard Peters, dass wir ein bisschen den Einblick bekamen in die Praxis, der Fairladen, dann die große Theorie, die uns noch so viel Kapazitäten lassen würde, dass wir noch 3 Stunden diskutieren könnten. Aber ich hoffe, wir konnten ein bisschen Appetit anregen. Das war eigentlich so mein Gedanke. Fair Concepts, Wirtschaften mit Verstand. Ja. Fair mit F-A-I-R geschrieben. Ich danke Ihnen und eine Frage noch als zum Abschluss zur MIME. Konnten Sie schon diesbezüglich gute Gespräche führen? Ja, gut, ich habe eben den Vortrag gehalten. Das war schon sehr, gut, das war kein Gespräch, das war ein Vortrag. Nicht? Im Anschluss daran hatten wir gute Gespräche. Wir haben im Rahmen der Messe heute viele Gespräche gehabt. Und ich bin jetzt gespannt, was gleich noch kommt, beziehungsweise im Nachgang. Ja. Ich danke Ihnen und wünsche Ihnen viel Erfolg. Vielen Dank. So, meine Damen und Herren, das war Professor Dr. Gerhard Peters. Sie haben es gehört, er ist auch hier mit einem Stand vertreten. Und wenn jetzt einige Dinge da sind, die Sie etwas vertiefen möchten, dann würden wir uns freuen, Sie würden das Gespräch suchen, meine Damen und Herren. Und Antworten gibt es dann garantiert von Herrn Professor Dr. Gerhard Peters und seinem Team. Marketingerfolg und Fairtrade, eine Win-Win-Situation. Das wollten wir Ihnen hier ein bisschen näher bringen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.